Die steigenden Energiepreise zeigen es in aller Deutlichkeit. Rot-Grün hat Deutschland zum energiepolitischen Geisterfahrer gemacht. Wir sind das einzige Industrieland, das aus der Kernenergie aussteigt. Nun will die SPD für den Atomausstieg sogar das Grundgesetz ändern. Doch so lässt sich die drohende Energielücke sicher nicht schließen. Die Folgen des Atomausstiegs treffen uns alle. Die Energiepreise werden weiter steigen. Doch der Energiepreis ist der Brotpreis des 21. Jahrhunderts. Deutschland gerät auch deshalb in eine energiepolitische Isolation. England, Frankreich, Italien oder Finnland, all diese Länder planen neue Kernkraftwerke. Weltweit sind fast 40 Anlagen im Bau. Es wäre doch absurd, wenn wir unsere sicheren Kernkraftwerke abschalten und stattdessen Strom aus Temelin importieren müssten. Das muss endlich auch die SPD erkennen. Und noch etwas ist wichtig. Reaktortechnik made in Germany ist ein Beitrag, um die Kernenergie weltweit sicherer zu machen. Unseren technologischen Vorsprung setzen wir durch den Atomausstieg genauso aufs Spiel wie tausende hochqualifizierte Arbeitsplätze. Bayern ist vom Atomausstieg besonders stark betroffen. Die Kernenergie hat Bayerns Aufstieg zum Industrieland erst ermöglicht. 2/3 des bayerischen Stroms kommen aus der Kernkraft. Nur mit Windrädern und Solarzellen können wir unseren Energiebedarf nicht decken. Bayern kann auf Kernkraft nicht verzichten. Wir müssen auch in Zukunft die Energieversorgung für unsere Unternehmen und für jeden Einzelnen sicherstellen. Das ist der Standortfaktor der Zukunft. Schon in knapp 4 Jahren soll in Bayern das erste Kernkraftwerk vom Netz gehen. Das müssen wir verhindern. Die CSU kämpft für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung. Die Zustimmung zur Kernenergie in der Bevölkerung wächst von Tag zu Tag. Die Menschen wissen, dass wir nur mit der Kernkraft auch in Zukunft Strom zu bezahlbaren Preisen haben werden. Auch darum geht es bei der Landtagswahl am 28. September.